Frage des Mercedes-Sterns, der immerhin gut 58 Jahre lang als Wahrzeichen Mannheims Besucher und Einwohner gut sichtbar grüßte, sind seit letzter Woche vorbei. Auch der MWM-Schriftzug der Mannheimer Motorenwerke, den wir auf der historischen Radierung aus den 60er Jahren noch sehen, ist seit vielen Jahren schon Vergangenheit. Die Stadt von Karl Benz ist nun um eine historische Werbung ärmer. Eine wirkliche Begründung gab es dazu aus Stuttgart nicht. Offensichtlich ist der alte Leitspruch, der aus der Errichtungszeit dieses Sterns stammen dürfte, ihr guter Stern auf allen Straßen, in Zeiten, die von Dieselskandal und Abkehr vom Verbrennungsmotor geprägt sind, überholt und somit überflüssig geworden. Für die Fans der Marke aber tröstlich. Der Stern wird natürlich nicht verschrottet. Ein lachendes und ein weinendes Auge zum Abschied. Winfried Seidel, Initiator der Veterama und Betreiber des Museums Karl Benz in Ladenburg, darf sich freuen. Der Stern aus Mannheim findet bei ihm in Ladenburg seine neue Heimat.